Hallihallo, in diesem Video geht es um Ausbildung. Ausbildung bedeutet, dass ich dem Hund Handzeichen und ich fange immer erst mit Handzeichen an, beziehungsweise Worte beibringe, auf die er später einen Auftrag oder ab sofort einen Auftrag freudig ausführt. Ausbildung bedeutet, dass ihr Geduld, Zeit und gutes Management einsetzt, damit der Hund stressfrei und konfliktfrei lernen kann. Fragt euch vor jedem Training, ob ihr gut vorbereitet seid, ob ihr den gewünschten Auftrag korrekt in eurem Kopf habt, denn sonst wird es schwierig. Woher soll der Hund wissen, was er tun soll, wenn ihr keinen festen Plan davon habt? Das heißt, ich empfehle meinen Kunden immer, macht euch da so ein kurzes Regiebuch. Führt ein Regiebuch und schreibt da rein, diesen Auftrag benenne ich wie folgt und so soll der Hund ihn ausführen. Diese Körpersprache setze ich dafür ein und dieses Wort setze ich dafür später ein. Das heißt, im Ausbildungsbereich setze ich als Belohnung gerne Futter ein. Ein Dummy als Belohnung, ja, das ist bei manchen hibbeligen Hunden, finde ich, kontraproduktiv oder kann kontraproduktiv werden, da sie dadurch nach diesem Auftrag in eine, ja, die gehen wieder in eine Bewegung rein und Bewegung löscht Erlerntes. Deswegen, ich würde, wenn ich einen Auftrag antrainiere, zuerst mit einem Marker beginnen, damit ich dem Hund dann bei späteren Aufträgen mitteilen kann, so ist es richtig. Und deswegen setze ich nach einem Marker immer gerne ein kleines Stück Futter ein. Fressen müssen die Hunde sowieso, also warum sollen sie dann nicht als Belohnung ein Stück Futter bekommen? Probiert einfach aus, was euren Hunden als Belohnung wichtig ist und das setzt ihr dann ein. Folgende Vokabeln bzw. Handzeichen möchte ich der Macy in der nächsten Zeit beibringen. Diese Worte, die ich dann mir aufgeschrieben habe in meinem kleinen Regiebuch, setze ich anfänglich nur zu Übungszwecken ein. Und zwar so lange, bis ich mit der Handlung auch unter Ablenkung sicher bin. Sprich, im Alltag werden sie noch nicht eingesetzt. Schon gar nicht, wenn es um eine Korrektur geht. Also, wenn ich angefangen habe, ein Nein zu trainieren, würde ich es nicht einsetzen, wenn Macy etwas weiter von mir weg ist und ich probiere das Nein aus, ohne ihr körpersprachlich dabei vermitteln zu können. Das ist die Bedeutung von Nein. Also da müsst ihr euch auch immer mal wieder selbst disziplinieren und überlegen, wann setze ich welche Worte ein? Ist mein Hund überhaupt schon in der Lage, diese Worte zu verstehen? Ist er überhaupt in der Lage, sie auszuführen? Und unter welchen Bedingungen kann er sie schon ausführen? Kann er sie schon unter extremem Reiz ausführen oder nur in häuslicher Umgebung? Oder. Da lernt jeder Hund unterschiedlich schnell. Deswegen Geduld und Zeit und gutes Management einsetzen, habe ich anfänglich schon gesagt. Ich sag euch mal, mit welchem Wort ich anfange, und zwar mit einem Marker. Stellt euch vor, und das könnt ihr vielleicht ausprobieren, damit ihr mir das glaubt, ihr macht immer die Kühlschranktür auf und diese Kühlschranktür knarrt. Wenn diese Kühlschranktür knarrt und ihr eurem Hund anschließend immer ein Stück aus diesem Kühlschrank rausgebt, ein Stück Wurst, ein Stück Käse oder sonst irgendwas, dann lernt der Hund sehr schnell die Verknüpfung dieses Geräusches von dem Kühlschrank, bedeutet, ich krieg was Leckeres. Das heißt, man kann sich das dann auch anders zunutze machen, indem ich einen Marker setze, das kann ein Klicker sein oder ein Wort. Ich nehme am liebsten ein Wort, weil ich nicht so der Freund eines Hilfsmittels bin. Also bis ich den Klicker rausgeholt habe für richtiges Verhalten, setze ich lieber ein Wort ein. Mein Marker für richtiges Verhalten ist das Wort prima. Also
Das ist das erste Wort, was ich der Maisie beibringe. Prima. Damit ich, weil ich das ja auch im Erziehungsbereich dann brauchen kann, sie macht etwas richtig, wofür sie vielleicht vorher 5 oder 6 Korrekturen bekommen hat. Und jetzt macht sie das erste Mal etwas richtig in der gleichen Situation, ohne dass sie eine Korrektur braucht. Dann würde ich ihr ganz ruhig das Prima setzen und sie würde anschließend eine Belohnung bekommen. Folgende Wörter setze ich noch ein oder bringe ich ihr noch bei. Für den Abbruch einer Handlung ein Nein, und zwar auch in dieser Reihenfolge. Prima, dann kommt das Nein, dann bringe ich ihr ihren Namen bei. Das heißt also, wenn ich Maisie ausspreche, dann möchte ich eine Reaktion von ihr sehen, vielleicht einen kurzen Blickkontakt, eine kurze Reaktion in meine Richtung. Das stelle ich mir vor, dass sie auf ihren Namen so reagiert. Als nächstes wäre die Vokabel hier dran, und zwar für einen zu mir kommen, setze ich das Wort hier ein. Wenn sie dann etwas im Maul hat, bringe ich ihr bei, dass das für mich ein Aus bedeutet. Und wenn sie diese 5 Vokabeln beherrscht, also ein Prima, ein Nein, ein Maisie, ein Hier und ein Aus, dann fange ich erst an mit Sitz, Platz, Bleib, Fuß und diesen ganzen anderen Vokabeln, weil ich diese ersten 5 ja wichtiger finde als ein Sitz, Platz, Bleib. Ein Rückruf kann Leben retten, ein Aus kann Leben retten, ein Nein kann Leben retten und ein Prima als Bestätigung, da Hunde immer am Erfolg lernen, ist auch sinnig, wenn sie diesen Marker sehr, sehr zügig kann. Ja, diese Worte werden nur am Anfang zu Trainingszwecken eingesetzt, bis ich mir der Handlung unter jeglicher Ablenkung und so weiter und so fort sicher bin. Vorher werde ich nur über Handzeichen mit ihr kommunizieren, außer beim Wort Prima und beim Wort Nein. Aber ein Hier würde ich ein Handzeichen einsetzen und bei dem Aus auch so meine Hand hinhalten. Ja, das sind so meine ersten Sachen in Bezug auf Ausbildung. Wie wir den Hund ausbilden, würde ich euch dann vielleicht, wenn ich es schaffe, noch in einem kurzen Praxisteil zeigen. Das Problem ist nur, dass, oder nicht das Problem, sondern das ganz, ganz Tolle ist, dass ich die Maisie ja nun nach Hause kriege und dass ich noch nicht genau abschätzen kann, ob ich euch da noch einen Praxisteil zu machen kann, wie man einem Hund ein Kommando beibringt, weil ich habe noch keine Idee, wie ich das mit dem Film dann mache. Vielleicht kommt da noch eine Idee. Ansonsten könnt ihr das mit Sicherheit auch in einer Hundeschule lernen, wie ihr einem Hund einen Marker beibringt, wie ihr eurem Hund ein Aus beibringt, wie ihr eurem Hund ein Nein beibringt. Das waren nun mal so meine wichtigsten Videos, damit ihr wirklich auch den Unterschied zwischen Ausbildung und Erziehung habt, damit ihr wisst, wie viel Zeit das alles auch in Anspruch nehmen kann und nehmen wird. Habt Geduld und ich freue mich jetzt riesig auf meine Maisie. Bis dann. Tschüssi.